Die Backsteinkirche St. Nikolai in der Hanse- und Welterbestadt Wismar war am 6. September festlich eingedeckt. Die Thomas-Agerholm-Stiftung veranstaltete das 15. St. Nikolai-Bankett. Der Namensgeber der Stiftung, Thomas Agerholm, hat in Wismar das erfolgreiche Unternehmen HW Leasing aufgebaut und die gemeinnützige Stiftung gegründet. Im Rahmen der Stiftungsarbeit findet das Bankett einmal jährlich statt. Wir machen ja das Bankett zur Erhaltung der Kunstgegenstände in St. Nikolai. Diesmal sammeln wir für die Pastorenbilder und damit hat eigentlich auch mal alles angefangen. Besonders freut es mich, dass wir heute die Sanierung insgesamt durchführen können und wir sogar noch ein bisschen Geld übrig haben. Schirmherr der festlichen Veranstaltung ist Wismars Bürgermeister Thomas Bayer. Für die Stadt ist das bürgerschaftliche Engagement der Stiftung für Soziales und Kultur viel wert. Kultur hat ganz unterschiedliche Wurzeln, weltweite Wurzeln. Das heißt, wir sind hier eine letztlich übergreifende Gemeinschaft, eine bunte Gesellschaft, die miteinander redet, miteinander isst und trinkt und auch miteinander feiert und vor allen Dingen miteinander im Gespräch ist. Und das ist gerade in dieser Zeit besonders wertvoll. Auch Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann, nahm am Bankett teil. Als Landrat leistet er zusammen mit dem Landkreis einen Beitrag zum Bankett und freut sich auf den Austausch. Zum dritten Mal bin ich beim Bankett. Eine tolle Veranstaltung, die in den Zeiten, wo das Geld knapper wird, umso wichtiger unterstützenswert ist, dass wir hier heute in der Nikolaikirche, dass Herr Agerholm mit seiner Stiftung hier einen Spendenaufruf wieder erneut macht, Jahr für Jahr. Und hier diesmal die Porträts restauriert werden sollen. Und auch ich und der Landkreis leisten den Beitrag dazu. Und dafür sind wir gerne bereit. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Einer der kulinarischen Höhepunkte des Nikolaibanketts ist die Vorsuppe. Verantwortlich für die Zubereitung ist Thilo Gundlach. Heute SPD-Landtagsabgeordneter, vor seiner Politikerkarriere Koch. Gemeinsam mit dem Mittagstisch für Leib und Seele in Wismar wurden auch 18 Kilogramm Hackfleisch für die Suppe verarbeitet. Eine Käse-Lauchsuppe wird das heute. Also ich habe jetzt aber schon die Tassen gefüllt mit Käse und Lauch, eine Füllung so ein bisschen, weil das beim Eingießen, beim Einschenken jetzt in der Suppe schwierig wird. Ansonsten kleckern wir zu doll und deswegen ist die Einlage schon in der Tasse und wir schenken jetzt gleich die Suppe da rein. Neben dem Promi-Koch gibt es jedes Jahr die Promi-Kellner. Dieses Jahr war Annette Jobke mit dabei, bekannt vom Wismarer Theatersommer. Besonders die Atmosphäre macht es für sie so angenehm. Ich bin ja die Projektleiterin vom Theatersommer hier in Wismar und da wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da mitzumachen, einmal zu kellnern und habe ich gedacht, klar, warum nicht, ich bin ja für alles zu haben. Die Spenden des Banketts kommen jedes Jahr der Kirche St. Nikolai zugute. Dieses Jahr wurde für die Restaurierung der Pastorenbilder gesammelt. Die Pastorin der St. Nikolai-Kirche, Antje Exner, ist sehr dankbar, dass das Bankett zusätzliches Geld einbringt. Es bedeutet uns sehr viel, weil wir mit seiner Hilfe viele Kunstschätze, die wir hier in dieser Kirche haben, retten können und restaurieren. Weil die meisten Geldmittel gehen schon für die groben Arbeiten drauf, also Gewölbe sanieren, Dach in Ordnung halten und was weiß ich, die Fassade machen oder sowas. Und die Kunstschätze sind immer das, was übrig bleibt, sag ich mal. Und das Nikolaibankett bzw. Herr Agerholm und die Stiftung haben sich dieser Sachen angenommen. Und da haben wir schon ganz viel restauriert und in Schuss gebracht. Neben Luis Dannewitz war musikalisches Highlight in diesem Jahr Marina Morell. Mit ihrem Gesang und ihrer Tanzeinlage begeisterte sie das Publikum. Ich fühle auch!
Durch die Spenden der Akteure aus Wirtschaft, Sport und Politik kam eine stolze Summe in Höhe von 10.885 Euro zusammen. Nun können die Arbeiten an den Pastorenbildern beginnen. Die Agerholm-Stiftung ist glücklich und freut sich auf das 16. St. Nikolai-Bankett in der Hansestadt Wismar.